Hallo meine Liebe, schön, dass du dabei bist. Ich habe dir heute 10 Tipps mitgebracht für weniger Stress. Gerade in den aktuellen Situationen sind wir ja doch sehr gefordert. Und wenn du Lust darauf hast, dann bleib gerne dran. Also, ich bin Katrin, ich bin Vereinbarkeitsprofi und ich zeige dir Mittel und Wege und Möglichkeiten, wie du alles unter einen Hut bekommst, damit du einfach entspannter mit deinen Kindern in Freiheit leben kannst und einfach für deine Träume gehen kannst, so wie du das dir selbst gerne vorstellst. Also, fangen wir an. Tipp Nummer 1. Sei lieb zu deinen Kindern. Es klingt so banal und dabei ist es natürlich nicht banal, weil gerade wenn die Spannung entsprechend hoch ist, dann ist es gar nicht so einfach, lieb zu seinen Kindern zu sein. Und das ist eine wirklich gute Sache. Sie werden es dir entsprechend zurückspielen. Der zweite Punkt, komme ich gleich hinten dran, ist, sei lieb zu dir selbst. Weil auch das ist nicht so einfach, wenn der Druck entsprechend hoch ist und wir einfach sehr, sehr gefordert sind, dann ist natürlich die größte Herausforderung, in allererster Linie mal nicht so streng mit sich selbst zu sein. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall, mach es dir so leicht wie möglich. Es gibt am Ende keinen Orden und auch keinen Applaus dafür, dass du den schwersten Weg von allen gewählt hast. Es ist okay, wenn es leicht ist und es darf leicht sein und es sollte leicht sein. Der Anspruch im Moment ist so hoch und natürlich, wir Mütter wissen das, nicht nur unter Corona-Zeiten, sondern einfach auch grundsätzlich ist der Anspruch immer hoch. Das heißt, geh auf die Suche, wie kann es für dich tatsächlich leicht gehen, okay? Und genau, der vierte Punkt ist auf jeden Fall, kuschel viel. Viel, häufig und regelmäßig. Mit dir, mit deinen Kindern, mit Hund, Katze, Maus, Mann, wie du möchtest, mit wem du möchtest und wie auch immer. Nehmt euch Zeit für diese körperliche Nähe. Das ist das, was wir wirklich gerade ganz viel haben und was uns, wenn wir ganz ehrlich sind, sonst im Alltag nämlich wirklich ein bisschen fehlt. Und deswegen macht es doch total Sinn, das jetzt einfach wirklich auszunutzen, auch ein Stück weit, dass es jetzt gerade so ist, als sich darüber zu ärgern, was man anstatt dessen alles hätte tun können. Punkt 6, mach es dir dahingehend von der Struktur her ein bisschen einfacher, indem du tatsächlich nur wichtige und dringliche Dinge tust. Das heißt, wir wissen, alle Aufgaben ploppen, gerade wenn wir selbstständig sind, Aufgaben ploppen hier und da immer wieder auf und wir haben verschiedene Herausforderungen, die wir einfach haben und denen wir uns immer wieder gegenüber sehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Eisenhower-Prinzip kennst, nach der Strukturierung nach dringlich und wichtig. Und Fakt ist halt der, dass wir nur die dringlichen Dinge und die wirklich wichtigen Dinge tun. Das heißt auch für dein Business, überleg dir, welche Sachen haben wirklich Impact. Und all die anderen Dinge machst du eben nicht. Und es ist okay. Und die Welt wird sich weiterdrehen. Und es wichtig ist, dass du die wichtigen und dringlichen Dinge tatsächlich tust und darin wirklich gut wirst, das zu unterscheiden. Kleiner Tipp am Rande, das ist auch außerhalb von wirklich angespannten Situationen sehr hilfreich, wenn man gut überlegt, wann was wirklich notwendig ist und was nicht. Auch ein kleiner Insider von mir, tatsächlich die nächste Stufe der Entwicklung dahingehend ist, Probleme werden erst dann gelöst, wenn sie tatsächlich existieren. Auch das ist etwas, was wir Mütter irgendwie nicht so richtig gut können, weil wir gefühlt immer vorausdenken, 10 Stunden alles berücksichtigen wollen, was ja auch voll in Ordnung ist, weil wir einfach Kinder haben. Und weil wir natürlich bedenken müssen, wenn es heute Nachmittag regnet und wir sind im Zoo und wir haben dann keine Jacke dabei, dass irgendwie alles bescheuert ist. Ja, voll fein, ist fürs Business aber eher hinderlich, weil du natürlich gefühlt aus dem Nichts ein Imperium stampfen willst. Und das ist was, was wirklich, wirklich schwer ist. Punkt 7 ist, gönn dir wirklich einen Mittagsschlaf oder geh rechtzeitig ins Bett. Also wir wissen alle, mangelnder Schlaf, können uns da noch gut dran erinnern, wie das war, als die Kinder noch nicht durchgeschlafen haben. Auch meine Kinder schlafen noch nicht so richtig valide durch. Wie das war, als wir nicht richtig durchgeschlafen haben. Und ja, mangelnder Schlaf macht dumm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wir können nicht mehr gut denken, wir können nicht mehr gut abwägen, wir können keine guten Entscheidungen mehr treffen. Das ist eine der elementarsten Aufgaben. Wenn du mich fragst, ist tatsächlich ausreichend Schlaf sogar noch vor sportlicher Betätigung anzusiedeln. Also weil auch das natürlich eher Raubbau am Körper darstellt, wenn du einfach nicht ausgeruht bist im Sinne von, ja, jede Nacht 5-6 Stunden nur, weil wir eben auch nachts arbeiten. Das ist und kann keine Lösung sein. Das kann man kurzfristig alles machen, um Gottes Willen. Der Zweck heiligt die Mittel manchmal. So ist es auch bei mir. Ich will euch da gar nichts vormachen. Aber es ist halt langfristig einfach keine Alternative. Und es macht total Sinn, wenn du selber einfach darauf achtest und dir diese Pause wirklich gönnst und einplanst. Also entweder pünktlich ins Bett, und damit meine ich vor 23 Uhr, oder plan den Mittagsschlaf mit ein. Manche von uns sind ja, du kennst sicher den Unterschied zwischen Eule und Lerche. Wer früh gut arbeiten kann, geht abends halt pünktlich ins Bett. Und wer abends gut arbeiten kann, muss halt den Mittagsschlaf mit einkalkulieren. Ganz einfach. Okay. Punkt 8 ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich.
aber es ist eine Erfahrung, die ich selber auch gesammelt habe, verzichte auf Alkohol. Also Alkohol ist scheinbar der Retter in der Not. Ja, ist gesellschaftlich super etabliert, ist gesellschaftlich natürlich auch super akzeptiert, gelinde gesagt. Und nichtsdestotrotz ist es eine Milchmädchenrechnung, die du da aufmachst, weil Alkohol am Ende in der Verstoffwechselung dich mehr Energie kostet, als dass es dir Energie nimmt. Und das ist was, was ich auch selber erfahren durfte. Es macht keinen Sinn, jeden Tag um 17 Uhr Rotwein zu trinken. Es macht keinen Sinn. Oder auch um 21 Uhr. Diese vermeintliche Bettschwere, die wir damit herstellen, die ist nur von kurzer Dauer. Und am Ende ist der Nachtschlaf nicht so erholsam, wie der Schlaf ohne Alkohol hätte sein können. Das heißt, du tust dir damit schlichtweg einfach keinen Gefallen. Okay? Punkt 9 ist auf jeden Fall jeden Tag an die frische Luft. Jeden Tag 30 Minuten raus an die frische Luft. Wir sind so viel drin, wir sind sowieso schon viel drin, aber im Moment sind wir noch mehr drin. Und gerade mit der Verlagerung vom Büro ins Homeoffice oder mit dem Zweitjob oder wie auch immer, sind wir noch mehr im Büro. Und so kurze Strecken, die wir normalerweise selbstverständlich gemacht haben, machen wir einfach nicht mehr. Das heißt, wir fahren halt nicht mehr ins Büro. Das heißt, es gibt Tage, wo du, wenn du dich nicht konzentrierst, du einfach kein Sonnenlicht gesehen hast. Und wahrscheinlich, das ist jetzt, muss man nicht so weit denken, es ist halt nicht so eine gute Sache, wenn man einfach kein Sonnenlicht gesehen hat. Wir sind Menschen, wir sind natürliche Wesen. Es macht Sinn, wenn wir die Sonne sehen, jeden Tag. So. Punkt 10, und das ist der letzte Punkt, das ist auch der wichtigste, wenn du mich fragst, nimm dir ein Post-it und klebe ihn wirklich an relevante Orte in deiner Wohnung oder im Haus oder wie auch immer, da, wo du ihn einfach wirklich mehrfach täglich sehen kannst und darauf schreibst du, jeder gibt sein Bestes. Das ist für mich die wichtigste Art, dir selbst sozusagen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass egal, was gut läuft oder was schlecht läuft oder wer sich wie, wo, was Mühe gibt, es ist die effektivste Art, einfach immer wieder sich darauf zurückzurufen, dass jeder wirklich sein Bestes gibt. Und davon kannst du mit ruhigem Gewissen ausgehen. Weder deine Kinder machen absichtlich irgendetwas blöd, damit ihr alle eine maximal blöde Zeit zu Hause habt, noch dein Lebenspartner, noch deine Arbeitskollegen, noch sonst irgendjemand. Jeder gibt im Moment, und nicht nur im Moment, sondern immer das Beste, was er in der Situation gerade in der Lage ist zu leisten. Auch du. Und das ist einfach wirklich der wichtigste Turn. Also nimm dir 10, 11 Post-its und verteile die im ganzen Haus. Das ist auch eine Nachricht, die können auch gerne alle anderen der Familie gerne oft und regelmäßig lesen, weil damit geht einfach der grundsätzliche Erwartungsdruck runter und das kann für uns alle nur gut sein. Also, damit waren es 10 Punkte. Wenn ich was vergessen habe, schreib es gerne in die Kommentare, wenn du noch so einen kleinen Hack hast, wo du sagst, so, hey, das hilft mir richtig gut, mit dem Stress umzugehen, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, lass mir einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.